Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ja, ihr habt ja letztes Mal die Vorstellung des Teiches gesehen und ich habe mich heute einmal hier wieder an den Mühlenteich, also Teich 3, Großforellenteich gemacht und will heute mal ein oder zwei schöne größere Fische auf den Schuppen legen. Ich werde heute nur mit einer Rute angeln und da Gummiköder oder Powerbait schleppen. Standrute habe ich heute zu Hause gelassen, ich hatte keine Lust. Heute soll es ja richtig warm werden, bis fast 30 Grad. Und ich habe geguckt, Wasser ist kalt genug, deswegen geht es dann mal los. Wie immer, wenn ihr weitere Fragen habt, gerne als Kommentar da lassen und lasst mir auf jeden Fall ein kostenloses Abo da, kommentieren und like. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Ich hatte morgens als erstes ja die Vorstellung der Anlage durchgeführt, besser gesagt die Aufnahmen dafür gemacht. Und in der Zeit wurde auch schon Fisch gefangen. Bei mir am Großen wurde gleich in der ersten Stunde Fisch gefangen und an den kleineren Teichen ging es natürlich auch relativ gut ab. Alter. Warte. Da ich nur mit einer Rute gefischt habe, habe ich als erstes natürlich die Tramarella-Rute aufgebaut, Pose montiert, Powerbait drauf und das erstmal vorne im Randbereich stehen lassen. Da die Wasserbedingungen hier sehr klar sind, habe ich gemerkt, stört die Pose manchmal die Fische. Deswegen als nächstes mit der Gummirute weitergeangelt. Aber ich hatte einfach gemerkt, es waren etwas drüber. Ja, es hatte die Tage vorher gut geregnet und daher kommt auch etwas Sediment einfach in den Bach rein. Es hatten dann einige Mitangler ja, Feierabend gemacht, Angelzeit war rum. Und dann war das jetzt so ein bisschen die Chance für mich, einfach so ein bisschen mal durchzuprobieren, wo steht denn der Fisch und wo sieht man sie denn? Weil gerade die Lachsforellen, die sieht man hier ganz gut. Oh nein! No, von unten hochgekommen, aber so vorbeigeschossen. Oh Leute, hab. Oh, Alter, ist die wild. Ich muss mal hier noch einen Baum. Scheiße. Alter, ich mach mal. Sorry, ne? Ja, okay, das geht. Das war die, die du mir gesagt hast, da kommt eine. Ich habe nämlich am Rand geworfen und habe ich gesehen, wupp, kam sie und dann. Boah. Boah, die haben auch Power. Warte mal, ich gehe mal eben bei dir ein bisschen weiter. Ich gehe bei dir rechts rüber. Achso, warte, die will noch nicht. Lass sie, warte, nee, ich gehe sonst rechts rüber, dann kannst du weiter angeln. Jo, danke dir. Boah, die. Ja, die ist eine ist sogar hinterher geschwommen hinter der. Ja, eben hier. Oh, ja. Ja. So Leute, ja, es hat mit dem ersten geilen Fisch geklappt. Also hat einen ordentlichen Fight abgeliefert. Ich habe ein bisschen die Bremse noch ein bisschen zu ja, lasch eingestellt, aber ja, so ein bisschen darüber gegangen, hinten in so ein bisschen den hinteren Bereich und vorne immer wieder vorne mit dem Nachbarn geschnackt, dass die Fische vorne langziehen. Und dann mit dem goldenen Köder, bumm, haben Nachläufer gehabt. Ich denke, oh, nochmal probiert. Und da hat der Kollege hier wirklich schön zugepackt. Also astreine Fische hier. Also hier können weiterhin im Sommer schöne Lachsforellen besetzt werden. So, Leute, Volksköder, mein, ja, der 70er oder 80er ist das, in Gold. Ja, was in Dänemark oder womit Frank hier in Dänemark gut gefangen hat, in der Farbe Gold, funktioniert auch hier. Allerdings habe ich zu Hause dicken vergessen. Von daher habe ich gedacht, ach komm, nimmst du die länglichen. Und habe viel, viel probiert. Ja, so ein bisschen durchprobiert und einfach im hinteren Bereich, also gerade die linke Seite, Sommerseite, die so ein bisschen mehr Schatten hat, gemerkt, dass die Fische wirklich vorne da sehr viel an der Kante rumschwimmen. Und da habe ich auch meinen Fisch bekommen.
Kam wieder eine rausgeschossen aus dem Gras. Oh, voll die Attacke. Oh, voll drauf geschossen. Ich hatte danach echt wieder viel durchprobiert, weil ich hatte keine, ja, nur so ein paar einzelne Bisse gehabt, aber keine vernünftigen Anfasser mehr oder Nachläufer bekommen. Deswegen hatte ich auch immer wieder mal mit der Posenrute probiert, relativ tief zu schleppen. Aber hier war auch erstmal noch nichts zu machen. Oh, Nachläufer. So raufgeschossen. Ja, der Fisch ist hier. Ja. So, Leute, ich habe eine. Oh, warte, warte, Vorsicht, 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 Mädels. Oh. War, nee, erstmal nicht weiterkurbeln, warte. Alles gut, passt schon. Aber warte, die ist durch. Ah. Ja, genau. Passt schon. Aber danke. Ja. Sauber, danke dir. Ich hab's alleine, ne? Ja, ja, ich hab's alleine, alles gut. Boah. Siehst du, wo die hin will? Immer an den Rand. Die haben Power. Ich war gerade am Einpacken schon die Sachen. Ja, ich habe gedacht so, ja, Powerbait, wenn du Powerbait auftreiben machst, ich denke, ah, stellst du so tief, dass du hier an den Rand stellen kannst, an der Kante. Bob. So, Leute, ja, bin langsam schon am Einpacken und ja, kam ein Einpackfisch. Also noch nicht ganz Einpackfisch, aber ja, habe auf Stand hier vorne Pose stehen lassen. Und dann gucke ich so im Augenwinkel, ich so, hä, was ist da denn los? Und die geilen Fische, also wirklich hier, heute ist es halt relativ passiv, die Fische stümpeln eher rum, aber wenn sie dran sind, gehen sie ab. Also die wollt da wirklich ab zum Nachbarn, also ist eine wirklich 1A Fischqualität hier. So, Powerbait war es, Smoke und Tutti Frutti, einfach hier vorne abgelegt, also wirklich, die Fische schwimmen heute wirklich hier so. Ja, im Bereich des Schattens, da dümpeln sie rum. So, hatte ich einfach eben abgelegt. Hab gedacht, ach, weißt du was, bis am Einpacken. Und ja, läuft. Ja, einfach ein bisschen rumgebastelt. Gesehen, die Fische steigen nicht mehr so oft. Die Sonne stand schon hoch. Ja, und auf Stand der erste Biss. Der läuft doch. Und wie immer, wenn ihr wissen wollt, welches Material ich gefischt habe, schaut mal in die Videobeschreibung. Und meine gefischten Gummiköder, Snaps, Haken und ein paar Spoons findet ihr bei Kleinanzeigen Bock auf Forelle. So, Leute, habe Feierabend. Ja, wirklich tolles Angeln. Habe zwei Fische gekriegt. Einer auf goldene Gummiköder und einer auf Powerbait Smoke und Tutti Frutti. Ich habe viele, viele Nachläufer gehabt. Wirklich Attacken mit den goldenen Gummiköder auch. Bevor ich den Fisch gefangen habe, habe ich so dreimal diesen goldenen Gummiköder attackiert. Also Gold ist momentan eine Farbe, die funktioniert. Und astreine Qualität, also wirklich super Qualität, die hier Familie Wohltwaff hat. Also die Lachsforellen geben richtig Gas. Kleineren drüben sind auch wirklich super, also wirklich schöne Fische. Kann ich euch nur hier empfehlen. Wie immer, wenn ihr weitere Fragen habt, lasst mir das auch gerne als Kommentar da. Und lasst mir ein kostenloses Abo da, kommentieren und Like. Und ihr seht mich beim nächsten Video. Ciao!